Lange, lange ist es her, also wirklich schon verdammt lange, dass ich den letzten Drogenerfahrungsbericht hier hochgeladen habe. Einerseits ganz wichtig, es werden nicht nur mehr Drogenberichte thematisiert, sondern du kannst mir alles schicken, was irgendwie in die Richtung geht. Bericht, wo andere Leute was von lernen können. Hier beziehen wir uns heute auf 2CB, ein Horrortrip mit Mischkonsum. Eine ziemlich lange Story. Es geht aber, ich glaube, lass mich nicht lügen. 3 Seiten. 3 Seiten vollgedrucktes Papier mit einer Erfahrung, die man nicht unbedingt machen möchte. Du kannst dich jetzt selbstständig dazu entscheiden, ob du das Video schauen möchtest oder nur hören willst. Es liegt ganz bei dir. Ebenfalls verzeih mir bitte, falls ich kleinere Versprecher oder sonstiges mit reinbasteln sollte. Das ist beim Lesen von so einem Bericht immer relativ schwierig, da es mal passieren kann, dass ein Rechtschreibfehler drin ist oder ein Logikfehler in einem Satz. Und ich versuche das jetzt hier in einem Durchgang runter zu erzählen, ohne Schnitt und ohne alles, um für euch ein möglichst authentisches Erlebnis zu bieten. Gut, bevor ich jetzt noch weiter palabere und die meisten Leute schon abschalten, fangen wir lieber mal an. Traumatisches Erlebnis mit 2CB. In Klammern Horrortrip und Mischkonsum. Kurz zu mir. Ich habe bereits viele Erfahrungen mit chemischen und unter anderem psychedelischen Drogen gemacht. Bisher habe ich selbst noch nie eine einzige negative Erfahrung gemacht. Eigentlich dachte ich, dass ich meinen Körper, meinen Geist und meine Grenzen sehr gut kenne und mich auch sehr gut kontrollieren kann. Der gestrige Abend hat mir aber das Gegenteil bewiesen. Ich bin 28, stehe fest im Leben, habe studiert und einen guten Job und eine sehr gut funktionierende Beziehung. Das erste Mal habe ich Drogen erst im Alter von 23 konsumiert und gehe normalerweise auch immer mit Bedacht vor. Das finde ich hier in dem Bericht ganz gut. Der ist schön aufgegliedert in kurz zu mir Vorgeschichte und der Trip an sich. Das ist wirklich praktisch. Sind wir jetzt bei der Vorgeschichte. Ich war bei einem guten Freund zu einem Pokerabend eingeladen. Es waren meine Freundin, 3 Kumpels und noch eine weitere Freundin da. Der Spaß ging gegen 20 Uhr los. Beim Pokern habe ich bereits Alkohol getrunken, sowie etwas Pep und Koks konsumiert. Das Pokern ging bis 5 Uhr morgens. Da wir alle noch sehr fit und voller Tatendrang waren, haben wir uns dazu entschieden, noch ein bisschen MDMA zu konsumieren und gemeinsam rumzuhängen. Gegen 9 Uhr kam dann auch noch ein bisschen Keter dazu. Ja, ich gebe zu, wildester und unüberlegtester Mischkonsum. Es ging uns jedoch allen gut und wir machten so einen Abend ja auch nicht zum ersten Mal. Hier möchte ich aus meiner Sichtweise schon mal ein bisschen einhaken. Das wollte ich mir übrigens jetzt angewöhnen, um die Videos ein wenig dynamischer zu machen. Das ist kein kleiner Mischkonsum und das ist total gefährlich. Wir gehen hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum und mischen dann immer mal wieder was Neues darunter. Man kann ja dann gar nicht mehr richtig einschätzen, was wirkt jetzt mit was zusammen. Und ja, alleine die Kombination aus PEP, MDMA, Alkohol kann ich niemandem empfehlen. Aber gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu dem Trip selber. Also der Punkt wird hier beschrieben unter der 2CB-Trip. Gegen 12 Uhr mittags kam dann einer meiner Kumpels auf die glorreiche Idee, dass wir uns doch noch zum Abschluss 25 Milligramm 2CB geben könnten. Ich habe bereits sehr oft 2CB genommen und es war bisher meine absolute Lieblingsdroge, weshalb ich auch ohne zu zögern Ja gesagt habe. Letztlich haben wir dann bis auf die beiden Mädels alle beim 2CB-Trip mitgemacht. Die ersten 3 Stunden waren wunderschön. Wir haben gemeinsam so herzhaft gelacht und waren alle auf einer Wellenlänge. Und diese Visuals, entschuldigt bitte, wenn ich das falsch ausdrücke, waren ebenso überwältigend. Komisch, bei diesem Mal war jedoch, dass die Wellen, in denen das 2CB wirkte, extrem häufig waren und auch sehr, sehr heftig.
Das äußerte sich darin, dass man immer wieder kurze Momente der gefühlten Klarheit hatte, in denen man dachte, der Trip wäre vorbei. Und dann kurz darauf ging das Ganze wieder von vorne extrem los. Und auch der Geist funktionierte nicht mehr richtig. Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle schon mehr als 28 Stunden wach. Das würde schon für ein sehr, sehr schlechtes Beispiel reichen. Aber ich bin so dankbar, dass das jemand hier veröffentlicht hat. Weil das wird wohl vielen passieren. Ich glaube, ich könnte heute gar nicht mehr 28 Stunden lang wach sein, ohne den Einfluss von gewissen Substanzen. Aber dass das nicht gesund ist, sollte eigentlich jeder wissen. Jetzt fangen wir mit dem Punkt an, der wahrscheinlich besonders interessant ist. Und was mir auch wirklich leid tut, dass diese Person das erleben musste. Der Horrortrip. Um 15 Uhr kippte bei mir jedoch die Stimmung und ich erlebte den schlimmsten Tag in meinem ganzen Leben. Wir haben den ganzen Abend über gemeinsam im Wohnzimmer und auf dem Balkon gechillt. Eine Freundin, in Klammern nüchtern, war gerade auf dem Balkon zum Rauchen und wir Jungs, also alle, die am Trippen waren, beschlossen, sie zu besuchen. Ich setzte mich neben sie und hatte plötzlich wieder einen Moment der Klarheit, in dem ich halbwegs klar denken konnte und auch wenig damit beschäftigt war, mich um mich selber zu kümmern. Ich sagte zu ihr, ich glaube, bei mir ist es vorbei, da es ja auch schon 15 Uhr war und das zeitlich gut hinkam. Daraufhin haben die Jungs neben mir extrem das Lachen angefangen und bei mir ging der Horrortrip los. Hier möchte ich nochmal kurz einhaken, weil es so perfekt passt und ein super Beispiel ist. Auch wie gesagt, wenn es mir sehr leid tut, dieses Lachen und das Beginnen von dem Horrortrip, das ist ein unspezifisches Live-Event. Das tritt auch ein bei Psychosen oder bei einer Schizophrenie. Der Moment, wo es anfängt, das kann ein total normaler Moment sein, der aber dann unter einem besonderen Einfluss extrem wirkt und dich da rein katapultiert. Sehr, sehr markant hier und auch gut, dass es so beschrieben worden ist. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Ich hatte eine extrem verzerrte Wahrnehmung und konnte plötzlich auch überhaupt nicht mehr einschätzen, wie lange ich schon am Trippen bin. Ich begann mir einzureden, dass ich schon mehrere Tage in der Wohnung bin und es nur bei mir nicht aufhörte zu wirken. Ich habe sofort meine Freundin gesucht und ihr gesagt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich wurde extrem panisch, habe zu schwitzen angefangen, gezittert und mein Puls schoss in die Höhe. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen und hatte unglaubliche Angst. Ich und meine Freundin haben uns gemeinsam an die frische Luft gesetzt und sie hat mir gut zugeredet und mich gestreichelt. Ich habe die Augen geschlossen, denn ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, da es einfach aussah wie ein komplett anderes. Ich habe nur auf ihre Stimme gehört und versucht, mich zu beruhigen. Leider erfolglos. Aber auch hier wieder sehr, sehr richtig. Es gibt ja den Begriff des Trip-Sitters. Es muss immer eine Person geben, wenn man sowas hier vorhat, die nüchtern bleibt, um aufzupassen. Aber das sehen wir auch gleich noch. Mit jedem Liedschlag war ich plötzlich an einem anderen Ort und verstrickte mich immer mehr in meinem Gedankenkonstrukt, dass ich in der einzigen Welt bin, hier ein bisschen merkwürdig beschrieben, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ich würde schon seit Ewigkeit trippen und könnte nie wieder nüchtern werden. Es kam mir vor wie eine extreme Ewigkeit. So etwas habe ich vorher noch nie gespürt. Die Erscheinungen waren auch nicht 2CB-typisch, so atmend und farbenfroh, sondern ich hatte regelrechte Halluzinationen und in meinem Kopf spielten sich unendlich oft meine erlebten Szenen aus der Wohnung seit dem Beginn des Trips ab. Ich konnte nicht mehr realisieren, was in meinem Kopf stattfand, was in echt passierte und wo wir gerade sind. Es fühlte sich an wie Stunden und ich hatte schreckliche Angst. Das einzig Konstante und etwas Beruhigende in diesem Moment war die Stimme meiner Freundin. Für kurze Augenblicke konnte ich aus meinen Gedanken
zu ihr auf dem Balkon zurückkehren, wusste aber nicht, ob es auch nur in meinem Kopf oder ob es Realität war. In meinem Gefühl Stunden später, es waren übrigens 10 Minuten, schätzungsweise, bat ich meine Freundin, dass sie bei den anderen nach Benzos fragen soll. Sie verschwand und ich saß alleine auf dem Balkon und befand mich immer mehr und immer heftiger im Gedankenkarussell und wusste nicht mehr, was Wirklichkeit war. In meinem Gefühl war sie ewig weg. In Wirklichkeit waren es circa 2 Minuten. Ich konnte einfach nicht verstehen, wieso das so lange dauert, und bin aufgesprungen und habe sie in der Wohnung gesucht. Uff. Ich kann das Ganze relativ gut mitfühlen, weil ich auch schon Ähnliches erlebt habe. Nicht aus meiner eigenen Sichtweise, aber ich konnte sowas schon mal beobachten. Und das sind so die ganz gefährlichen Momente, wo jemand überhaupt gar nicht mehr in der Realität ist. Wo jemand an einem ganz anderen Ort ist und vielleicht total die Panik schiebt. Und er ist auf dem Balkon und kommt dann auf die blöde Idee, er muss jetzt ganz schnell weg. Stellt euch das alleine mal vor, egal wenn das jetzt im 2. Stock weg ist. Und die Person sagt dann, ich springe jetzt hier runter, und die macht das dann wirklich. Eieiei. Auch das kam mir wie eine unendlich lange Ewigkeit vor. Als ich wieder in der Realität angekommen war, habe ich fluchtartig meine Schuhe angezogen und die Wohnung verlassen. Meine Freundin ist mir hinterhergerannt, hat meine Hand genommen und mich in Richtung unserer Wohnung geführt und mir weiterhin gut zugeredet. Ich habe ihr auf dem Heimweg oft gesagt, dass ich Angst habe, dass ich hängen geblieben bin und nie wieder normal werde. Als wir durch die Stadt gelaufen sind, sah alles so anders für mich aus. Ich war so orientierungslos und der Heimweg fühlte sich an wie Stunden. Es sind normalerweise in etwa 15 Minuten. Ich habe meine Freundin so oft gefragt, wo wir sind, was wir machen, ob wir hier in der Realität sind und wann wir endlich zu Hause sind und wo ich meine Xanax habe. Meine Freundin hat entschieden, dass wir einen anderen Weg als den üblichen zu uns nach Hause nehmen, und das hat mich dann auf einen komplett anderen Film geschickt. Da die Stadt und meine Umgebung eh so unwirklich aussahen, bildete ich mir plötzlich ein, ich wäre in einem Traum. Ich redete mir ein, dass ich in einem Krankenhaus liege und kurz vor dem Sterben bin, dass das, was ich gerade erlebe, meine letzten Erinnerungen sind und das Einzige, was aus der Realität zu mir durchdringt. Ich begann plötzlich zu hyperventilieren und bekam extrem heftige Panikattacken. Ich dachte, ich werde gleich sterben, wenn ich nicht sofort auf die Stimme meiner Freundin höre, die immer wieder sagte, atme ganz ruhig und konzentriere dich auf deine Umgebung. Ich habe sie in den Arm genommen und nur noch auf ihre Stimme gehört und ihr gesagt, dass ich nicht sterben will und dass ich für sie kämpfe. Hierdurch hat sich mein Puls langsam etwas beruhigt und wir konnten weitergehen. Auch wenn man mir sowas niemals ansieht, vielleicht, keine Ahnung, wurde mir schon ein paar Mal in der Realität gesagt, das nimmt einen schon ein bisschen mit. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich das jetzt so entschieden habe, dass die Berichte an einem vorgetragen werden sollen. Dann habe ich ein bisschen Zeit, das zu reflektieren, durchzuatmen und muss es nicht so runterrattern. Das war nie besonders einfach, wenn ich ehrlich bin. Gut, machen wir weiter. Ich war jedoch immer noch in dem Glauben, in einem Traum zu sein. Als wir zu Hause angekommen sind, hat sie mir eine Xanax gegeben und ich habe mich auf die Couch in ihren Schoß gelegt. Und sie hat mich gestreichelt und beruhigt. Obwohl die Xanax noch nicht gewirkt hat, ging es mir in diesem Moment bereits deutlich besser. Die Realität konnte ich aber immer noch nicht akzeptieren. War der Meinung, wir sind in einer Art Traumwelt. Meine Freundin hat mir dann den ganzen Abend noch einmal aus ihrer Sicht erklärt und ich ihr aus meiner Sicht. Gemeinsam haben wir über das für mich traumatisierende Erlebnis gesprochen. Wir haben gemeinsam zu Abend gegessen und ich bin dann mit ihr zusammen eingeschlafen. Alter. Junge, 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 Junge.
Es gibt jetzt noch einen Punkt, der heißt der Tag danach. Ist eine Reflexion von der Person, die den Bericht geschrieben hat. Der Tag danach. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, ging es mir sehr komisch. Teilweise habe ich mir eingebildet, dass ich sogar noch leichte Halluzinationen habe, was mich extrem verunsicherte. Jedoch war ich bei klarem Verstand und konnte mir gut zureden und auch meine Freundin war da. Ich habe ein bisschen gearbeitet und aufgeräumt, um mich abzulenken, aber meine Gedanken kreisten nur um die Erlebnisse vom Vortag. Ich habe immer noch große Angst, bleibende Schäden davon zu tragen, Psychosen oder Angststörungen. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto eher verspürte ich es, dass sie wieder eine... Pardon. Desto mehr ich darüber nachdachte, so eher merkte ich, dass sich wieder eine Panikattacke anbahnte. Wir haben dann irgendwann gemeinsam beschlossen, dass wir den gesamten Weg noch einmal ablaufen und auch noch mal in der Wohnung vorbeischauen. Also ich denke mal, das wird die Wohnung sein, wo die Trip-Erfahrung angefangen hat. Das hat mir dann sehr gut getan und mich innerlich etwas beruhigt. Allerdings habe ich sehr große Angst kurz bevor wir in der Wohnung waren gespürt und mein Herz schlug bis zum Hals. Jetzt sitze ich hier zu Hause und schreibe die Geschichte noch einmal auf, da ich es natürlich immer noch nicht ganz verarbeitet habe. Klar, ich bin mir sicher, dass ich in der Realität bin und dass alles gestern eine ganz verrückte Liste meiner Vorstellungskraft und halt eben von dem 2CB entstanden war. Trotzdem beschleicht mich immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich daran denke, was wäre, wenn ich plötzlich aufwache und wieder in dieser Wohnung bin. Ich habe das Gefühl, mein Unterbewusstsein hat das noch lange nicht verarbeitet. Meine Umgebung fühlt sich immer noch irgendwie leicht surreal an. Ich habe große Angst davor, eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Psychose zu entwickeln. Ich hoffe sehr, dass ich das an irgendeinem Tage mal verarbeitet habe. Abschließend ist zu sagen, dass es das für mich mit psychedelischen Drogen auf jeden Fall erstmal für eine lange Zeit war. Intensiv. Fucking intensiv. Ich war noch nie ein besonders großer Freund von diesen Substanzen. Ich könnte mir auch niemals vorstellen, jetzt aus meiner eigenen Sicht beispielsweise LSD zu nehmen. Ich weiß, wie es in mir aussieht. Ich kenne meine, wie sagt man so gerne, Dämonen. Und ich bin mir jetzt fast zu 100% sicher, dass die es ausnutzen würden. Also wenn ich unter dem Einfluss von solch einer Substanz stehen würde, dann hätte ich mit beinahe 100%iger Wahrscheinlichkeit einen Horrortrip. Sowas ist sogar bei mir möglich mit Cannabis. Mit handelsüblichem Cannabis hatte ich da auch schon Erfahrungen mit. Deswegen hier sowas never ever. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist. Dieser Bericht war vielleicht ein wenig schwierig geschrieben. Trotz alledem vermittelt er genau das Richtige. Selbst wenn du das Gefühl hast, du kennst dich mit der Substanz super aus und es ist deine Lieblingssache, solltest du sie niemals unterschätzen. Und passt bitte auf bei dem Thema Mischkonsum. Sobald Alkohol, zum Beispiel Alkohol, mit im Spiel ist, dann kannst du deine Lieblingssubstanz nicht mehr richtig einschätzen, weil es jedes Mal komplett anders wirken kann. Bitte passt da auf. Im besten Falle mischt niemals Substanzen miteinander und vor allem auch nicht in so einem Zeitrahmen. Es ist ja alleine schon gefährlich, eine Substanz einzunehmen und dann über so einen langen Zeitraum wach zu bleiben. Oder aktiv zu bleiben. Klar, bei manchen Sachen kannst du nicht einschlafen, das kann ich verstehen, aber so lange in der Aktivphase zu verbleiben, da wird der Körper irgendwann mürbe und dann fängt so eine Kacke hier an. Gut. Vielen lieben Dank an alle Menschen, die sich dieses Video bis hierhin angeschaut haben. So als kleines Erkennungsmerkmal, schreibt mir bitte mal Butter in die Kommentare, damit ich weiß, wie viele es sind. Also wie viele Leute sich das Video bis hierhin angeschaut haben. Ich sehe ab sofort auch davon ab, am Anfang oder in der Mitte von dem Video irgendwie einen Like-Aufruf zu starten. Ich möchte mich insgesamt ein wenig neu orientieren und das hier war jetzt der gute Anfang. Mal schauen, wo es hingeht. Esst Haferflocken und seid nett zueinander.